Smart kommt aus dem Englischen und bedeutet schlau, so wie bei clever und smart oder eben auch dem Smart EQ 4 von Sonnable. Aber ist es dann wirklich schlau, wenn man sich beim Mischen von so einem KI-basierten Plugin automatisch helfen lässt oder ist das dann schon eher Cheaten? Der Purist sagt natürlich, auf keinen Fall, das mache ich alles nur händisch. Und der Pragmatiker, also eher ich, sagt dann, wenn es dadurch schneller geht und hinterher auch noch besser klingt, dann immer her damit. Denn ehrlich gesagt, ein Kompressor hilft mir ja auch automatisch, sogar ganz ohne KI. Und den benutzt dann selbst der Purist. Grund genug also mal zu schauen oder vielleicht besser zu hören, wie schlau der brandneue Smart EQ von Sonnable wirklich ist. Jetzt! Recording Block. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording Block. Nicht nur eigentlich ist das Mischen von Musik ein Handwerk, dessen Grundlagen und Methoden man über eine gewisse Zeit sich eineignen kann. Da klingt es ja schon fast wie Verrat an der gesamten Zunft, wenn man zugibt, dass man sich dabei von KI-gestützten Plugins helfen lässt. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wirklich Dinge beim Mix in der DAW, die für den einen echte Angstgegner sind und für den anderen einfach nur zeitraubend und kleinteilig. Wie zum Beispiel Maskierungen verschiedener Instrumentengruppen mit einem EQ zu beseitigen, damit der ganze Mix danach nicht mehr so matschig und unaufgeräumt klingt. Das Stichwort hier ist komplementäres EQing oder kurz gesagt, wenn du bei einem Instrument in einem Frequenzbereich ein bisschen was rausnimmst und bei dem anderen Instrument im selben Frequenzbereich ein bisschen reindrehst, dann sind die beiden akustisch besser voneinander getrennt und dann wird der ganze Mix insgesamt klarer und transparenter klingen. Soweit die Theorie. Mit einem Mix mit 30 oder mehr Spuren kann man da aber schon mal den Überblick verlieren. Die wenigsten machen sich sogar überhaupt diese kleinteilige Mühe und selbst wenn du es nur auf der Ebene der Instrumentengruppen machst, also sagen wir mal Drums, Bass, alle Gitarren, alle Keyboards und die Vocals, dann kann das schon mal ein bisschen dauern. Cool also, dass der Smart EQ von Sonnable eben nicht nur einfach ein guter Equalizer ist, der übrigens seit Version 4 jetzt auch wie der FabFilter Pro Q3 als dynamischer Equalizer funktioniert. Nein, Sonnable verspricht gerade beim Thema gegenseitiges Maskieren von Signalen schon seit mehreren Generationen mit dem Smart EQ schnell, unkompliziert und vor allem einsteigerfreundlich zu helfen. Und weil ich das auch schon lange mal ausprobieren wollte und der Smart EQ zudem jetzt gerade brandneu in Version 4 erschienen ist, schauen und vor allem hören wir uns das Ganze jetzt mal direkt in einem Mix an, den du übrigens auch zusammen mit einem ausführlichen Mix-Tutorial im Premium-Bereich vom Recording Blog finden kannst. Der Song heißt Metamorphosis und ist von der fantastischen Tina. Link zum Premium-Bereich und natürlich zur Musik von Tina unten in der Videobeschreibung. Und falls du während des Videos denken solltest, Smart EQ klingt aber wirklich spannend, den möchte ich auch mal gerne ausprobieren. Dann kannst du dir unter dem Link auch unten in der Videobeschreibung, kannst du dir mal eine kostenlose Demo vom Smart EQ runterladen und diese für 30 Tage ausprobieren. Equalizen kann der Smart EQ also ohne Frage und zwar genauso gut wie ein FabFilter Pro Q3, wie der Standard EQ aus Studio One, Logic oder aus einer anderen DAW oder auch der kostenlose TDR Nova. Und deswegen werde ich jetzt auch gleich vor allem das Alleinstellungsmerkmal vom Smart EQ 4 testen, also wie sehr hilft die Automatik bei einem Mix und vor allem, was kann der Smart EQ selbst in einem eigentlich schon fertigen Mix noch beim Thema Maskierung besser machen? Dazu lassen wir das Plugin also erstmal nur auf ein fertiges Drumset los, um mal zu schauen, was er da so EQ-technisch noch so vorzuschlagen hätte oder verbessern würde. Anschließend überlassen wir dann dem Smart EQ mal die Aufgabe, Drums und Bass miteinander besser zu verheiraten oder abzugleichen, damit sie sich nicht so gegenseitig maskieren. Das ist ja ganz oft das Problem, dass gerade die Bassdrum und der Bass sich im Wege stehen. Und dann geben wir auch noch ein fettes Gitarrenbrett hinzu. Das neigt ja normalerweise dazu, untenrum den Bass zuzumatschen. Und dann zu guter Letzt lassen wir den Smart EQ nochmal auf ein klassisches Beispiel aus der Dance-Musik los, nämlich, dass wir das fertige Playback dann und die Vocals miteinander noch ein bisschen besser verheiraten wollen, damit die beiden sich noch besser ergänzen und der Mix dann mehr wie aus einem Guss klingt. Viel zu tun also, aber laut Sonnable schnell gemacht, also hören wir mal rein. Wir haben hier das Schlagzeug aus dem Song Metamorphosis und hören mal rein, wie der aktuell gemischte Standard klingt. Standard, wie der Status klingt. Erstmal ein ordentlich gemischtes Schlagzeug. Ich gebe zu, der Hall auf der Snare kommt jetzt erstmal so solo abgehört ein bisschen heftig rüber, aber das versendet sich im Mix, kommen wir später noch zu. Aber nehmen wir jetzt mal hier unseren Freund, den Sonnable Smart EQ 4 dazu. Hier haben wir den
Und das Erste, was wir hier beim Smart EQ erstmal sehen, sieht auch nicht aus wie ein Equalizer. Aber wenn ich hier reinklicke, kann ich erstmal schon Bänder hier vergeben, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch einfach erstmal die Automatik bemühen. Dazu stelle ich mal hier oben erstmal ein, worum es sich hier handelt. Also wir haben hier Drums, nehmen wir das komplette Drumset. Man könnte jetzt hier auch Hi-Hat, Kick, Snare auswählen. Wir nehmen das komplette Drumset, stellen jetzt hier auf diesen Knopf und dann hört er erstmal zu, damit er überhaupt weiß, was er analysieren soll. Also stellen wir mal hier auf Lernen und spielen mal den Mix nochmal ab. Lernt jetzt ungefähr 6 Sekunden, kann man aber auch einstellen, wie lang das sein soll. Und macht jetzt diesen Vorschlag hier. Wir sehen, dass er hier unten rum ein kleines bisschen mehr angehoben hat. Hier in den Mitten irgendwie zwischen, wo sind wir da hier, bei 200 Hertz bis 800 Hertz ein bisschen rausgenommen hat. Aber alles eher rudimentär, was wir hier sehen. Ne? Man kann aber auch einstellen, wie viel man eigentlich haben will. Weil du siehst hier dieses Ding, wo ich hier, dieses Ding, dieser Bereich, auf den ich jetzt mit der Maus draufgegangen bin, dass man den nicht nur nach links und rechts verschieben kann, also sagen kann, in welchem Bereich er überhaupt tätig werden soll, sondern dass man auch sagen kann, viel oder wenig oder das Gegenteil sogar von dem, was du vorschlägst. Und so kann man ihm dann sagen, was er machen soll. Man kann hier die Breite einstellen und sagen, hier eher in diesem schmalen Bereich, zum Beispiel bei Becken könnte man das machen, oder eher in einem breiteren Bereich sollst du arbeiten. Dann kann man ihm hier noch Smoothing sagen. Smoothing sorgt dafür, dass er eben nicht so chirurgisch arbeitet und die nicht so viele Filterbänder, sondern eher breitere Filterbänder nimmt. Achte mal auf die Kurve, was passiert. Wenn ich hier das Smoothing hochdrehe, dann wird es immer gleichmäßiger und nicht mehr so chirurgisch. Klingt dann ein bisschen natürlicher. Oder du sagst, okay, nee, greif mal tüchtig ein, so in diesem Bereich. Und dann kannst du ihm noch sagen, wie adaptiv er sich auf das ganze Ausgangsmaterial verhalten soll. Da musst du mal mit rumspielen, hier wie viel du dazu von tatsächlich zulässt. Jede Menge Einstellungen. Auch hier unten gibt es jede Menge Einstellungen nochmal zu dem, was hier oben auszuwählen ist. Du kannst ja auch noch sagen, dass er als Minimum Face oder sonst was irgendwie arbeiten soll, als Linear Face. Oder eben, dass er hier das Verhältnis zwischen Mitte und Seite einstellen soll. Jede Menge Funktionen und vor allem Auto Gain. Auto Gain ist auch cool, weil er nämlich darüber sicherstellen kann, dass das Signal nicht lauter rausgeht, als es eigentlich reinkommt. Damit kannst du auf jeden Fall sicherstellen, dass du nur die Bearbeitung des Signals hörst. Also ein Signal, wenn du irgendwo was anhebst, wird es ja automatisch lauter. Und da unser Ohr ja immer alles, was lauter ist, auch als besser wahrnimmt, ist es ganz gut, diese Auto-Gain-Funktion zu benutzen. Denn dann kann man sicherstellen, dass man nur die Bearbeitung hört. Ich lasse sie jetzt aber trotzdem mal aus. Wir hören mal, was er macht. Denn wir haben hier auch einen Bypass-Schalter. Jetzt machen wir mal Bypass und dann hören wir mal, was er wohl vorschlagen würde, um das Drumset noch ein bisschen besser zu machen hier auf der Summe. Also insgesamt ein bisschen fetter untenrum, würde ich sagen. Aber insgesamt, wenn wir auch drauf gucken auf die Kurve, hier sind keine großen Anhebungen. Hier ist es im Bereich von 2 dB oder so. Wenn das hier 12 dB, das hier sind 6, dann sind das so 2, 3 dB mal rauf, mal runter. Aber es klingt schon ein bisschen druckvoller, von daher kann man damit durchaus einverstanden sein. Also da erstmal ein guter Vorschlag. Ich werte das einfach mal als Preset 2.0, also nicht ein festes Preset, sondern was adaptiv hier auf das Ausgangssignal gemacht wird. Erstmal guter Vorschlag, kann ich so stehen lassen. Aber jetzt kommen wir mal zur nächsten, eigentlich schon fast zur Königsdisziplin. Denn was passiert denn eigentlich, wenn ich zwei Smart EQs, Smart EQ 4 auf Bass und auf Schlagzeug draufpacke und sage so, jetzt gleich die beiden mal miteinander ab und sorge dafür, dass sich vor allem Bassdrum und Bass nicht so in die Quere kommen. Das machen wir jetzt mal. Also Schlagzeug und Bass. Um Schlagzeug und Bass also jetzt miteinander abgleichen zu können, müssen wir natürlich auch auf den Bass ein Smart EQ 4 draufpacken. Machen wir mal. Wir haben hier in Gelb meine Bassspur und da legen wir jetzt mal ein Smart EQ drauf. Kommen wir zunächst auf die normale Oberfläche, wählen jetzt hier oben auch aus, dass wir einen Bass haben und können ihm erstmal sagen, dass er wieder lernen soll. Dazu stellen wir mal den Bass auch auf Solo. Muss ich jetzt mal hier dazu schalten. Ich lasse mal die Drums gleich mitlaufen, kann er zusammen lernen. Grundsätzlich erstmal ein Vorschlag und wie du gerade schon beim Schlagzeug auch gesehen hast, ich scheine beim Mix nicht allzu viel verkehrt gemacht zu haben, denn die Vorschläge hier sind relativ überschaubar, aber wir können ja auch hier mal kurz, auch ohne das Schlagzeug vor allem mal hören, was er hier beim Bass vorschlagen würde. Also machen wir mal kurz hier einmal auf Bypass und dann wieder an. Ja, von vorne am besten. Bisschen runder, etwas über 100 Hertz, ein bisschen angehoben, ein bisschen aufgeräumt insgesamt. Ich stelle mal das Smoothing noch ein bisschen hier auf Höhe, damit es ein bisschen gleichmäßiger wird. Aber so lassen wir erstmal stehen. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen Schlagzeug und Bass miteinander abgleichen. Das heißt, wir kommen jetzt zur eigentlich
zur Spezialfunktion vom Smart EQ. Und das ist hier diese Gruppe, die hier erwähnt wird. Add to Group, das heißt, wir machen mal eine Gruppe und nennen die einfach mal Drum Bass. Und können jetzt hier auf der einen Seite haben wir hier den Bass stehen. Man kann hier auswählen zwischen Front, Middle und Back. Das heißt, wir wählen hier einfach mal aus, dass wir den Bass hier erstmal auf die Seite packen. Und dann können wir hier zur Gruppe noch eine weitere Instanz hinzufügen. Das ist hier oben, klicken wir mal auf die Drums. Das bietet sich ja an, ne? Also Schlagzeug dazu. Und ziehen wir einfach hier rüber und ziehen erstmal das Schlagzeug, ich würde mal sagen, hinter die Bassdrum, also hinter dem Bass. Ne? Machen wir erst Schlagzeug und davor soll der Bass stehen. Mal gucken, wie das Ganze zusammen klingt. Jetzt müssen wir ihm noch sagen, du siehst hier, dass hier beide Instanzen übereinander abgebildet sind, was schon mal sehr praktisch und übersichtlich ist. So kann man noch ein paar Einstellungen hier vornehmen. Und jetzt müssen wir ihm nur noch sagen, dass beide eben nicht nur das, was er vorschlägt, an EQ-Kurve benutzt, sondern dass er die beiden auch untereinander abgleicht. Dazu müssen wir ihm einmal sagen, warte mal, jetzt muss ich mal kurz suchen, wo wir das hier finden. Das ist nicht ganz so da. Genau, beim Track Mode. Beim Mode kann man nämlich einstellen hier, ich gehe nochmal mit der Maus ein bisschen daneben, du kannst hier einstellen, dass hier Track steht, also dann macht er nur seine EQ-Kurve auf diesen Track, auf diese Spur. Dann gibt es den Modus Gruppe, dass er diese EQ-Anpassung von sich, die er vorschlägt, nur in der Gruppe abgleicht oder dass er sowohl seinen Optimierungsvorschlag als auch den Abgleich in der Gruppe macht, Track und Group, also TR plus GR. Und das nehmen wir mal für beide, ist das hier schon eingestellt. Das heißt, ich lasse nochmal beide lernen zusammen und dann hören wir mal, was passiert, wenn die zusammen abspielen. Na, nehmen wir mal das Schlagzeug. Moment, Sekunde. Ein bisschen unübersichtlich hier. So, Schlagzeug dazu, beide Solo. Und jetzt lassen wir nochmal zusammen lernen. So, jetzt hat er gelernt. Und jetzt können wir mal auf Bypass schalten und mal hören, ob die beiden sich jetzt besser begegnen oder auch nicht. Aber ich stelle mal auf Bypass und dann an. Vorne. Insgesamt scheinen beide gut miteinander klarzukommen. Der Bass wird insgesamt ein bisschen fetter. Die Bassdrum verliert nichts von ihrer Fettigkeit. Aber man kann die auch nebeneinander stellen. Im Moment steht das Schlagzeug ja hinterm Bass. Wir stellen die mal nebeneinander. Ich lasse mal laufen. Wir gucken mal parallel, was passiert bei der ganzen Geschichte. Also nochmal von vorne. Und du siehst, die Kurven verändern sich hier ein bisschen. Die Kurven werden ein bisschen aneinander angeglichen, ob die beiden Instrumente jetzt nebeneinander stehen sollen oder vor und hintereinander. Von daher wird da auch adaptiv gearbeitet. Ich finde, die beiden kommen jetzt ganz gut miteinander klar. Wir stellen sie trotzdem mal beide nach hinten, weil wir wollen ja jetzt gleich die Gitarren dazugeben. Und dann gucken wir mal, was passiert. Aber jetzt müsste es eigentlich gleich klingen. Ne? Hören wir nochmal kurz. Bypass. Also Bass bleibt fett, Bassdrum bleibt fett, von daher scheint hier schon mal die Arbeit ganz gut zu klappen. Aber jetzt kommen wir mal zum nächsten, denn fette Gitarren, wenn man die dazu gibt, die matschen dem Bass zu. Also geben wir mal fette Gitarren dazu. Gitarren habe ich natürlich auf einem separaten Bus zusammengefasst, den schalten wir jetzt mal im Solo auch dazu hier und laden dann da auch einen Smart EQ mit rein und lassen auch den jetzt erstmal bei den Gitarren einmal analysieren. Ich stelle mal hier auf, muss ich erst hier den Teil einstellen, was hier eigentlich ist, also elektrische Gitarren aufnehmen und dann hören wir mal kurz, was er hier analysiert. Also oh, okay, alles klar. Also hier räumt er jetzt doch deutlich mehr auf, wie man hier sehen kann. Das heißt, ich habe es hier tatsächlich im Mix ein bisschen übertrieben mit der Fettigkeit untenrum. Du siehst, hier wird deutlich aufgeräumt im Bereich knapp unter 200 Hertz. Hier in den Höhen mehr angehoben und so weiter. Von daher, das ist erstmal sein Vorschlag für die Gitarren. Aber wir wollen das Ganze ja in der Gruppe machen. Also gucken wir mal, was in der Gruppe passiert. Und wir geben jetzt mal die Gitarren auch hier zu unserer Gruppe dazu. So, da sind sie auch schon. Die sind jetzt hier in die Mitte, schieben wir die mal. Das heißt, wir haben Schlagzeug und Bass auf dem untersten Level und darüber die Gitarren angeordnet und gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir das anmachen. Ne?
Bypass. Mal von vorne. Stellen wir den Bass neben die Gitarren. Also räumt insgesamt auf jeden Fall nochmal bei den Gitarren auf, lässt mehr Platz für den Bass, und Bass und Schlagzeug passen ja sowieso schon mal gut zusammen. Von daher, ey, das war jetzt wirklich einfach. Von daher muss man wirklich sagen, also dieses Demaskieren und dieses Aufräumen kann man auf jeden Fall sagen, funktioniert ganz gut. Und man muss ja nicht so viel von dem akzeptieren. Also wenn mir diese Bewegung hier bei den Equalizern jetzt zu viel ist, dann kann ich ja auch ein bisschen zurückdrehen. Oder kann sagen, hier in dem Bereich möchte ich trotzdem mehr haben, kann da nochmal reinklicken, nochmal ein Band machen, ein bisschen anheben. Also von daher ist ja alles möglich, was du an der Bearbeitung machen möchtest. Aber erstmal hat das hier wunderbar funktioniert. Aber jetzt wird's spannend. Jetzt gucken wir mal, was passiert beim kompletten Playback, das mit Vocals abgeglichen wird. Schaffen wir es, dass die Vocals noch besser eingebettet werden in den kompletten Playback-Sound? Schauen wir mal. Vocals und Playback. Nur für den Fall, dass dir das gerade ein bisschen zu schnell gegangen sein kann. So arbeitet man mit dem Smart EQ tatsächlich. Das geht rucki zucki, und natürlich kannst du auch tiefer einsteigen in die einzelnen Parameter. Aber ich finde es klasse, dass man so schnell eben diese Maskierung beheben kann und dann sagen kann, wie stark oder wie weniger stark das eingreifen soll. Von daher gucken wir jetzt mal, wie schnell wir tatsächlich auch in der Königsdisziplin arbeiten können. Wir verheiraten ein Playback mit einem Vocal. Und das hier ist die Ausgangsbasis, der Song Metamorphosis von Tina. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn du selber mal wissen willst, wie ich das komplette Ding gemischt habe, Tutorial im Premium-Bereich. So klingt die Ausgangsbasis. Alles klar, verheiraten wir die beiden mal miteinander. Dazu brauchen wir natürlich den Smart EQ, wie ich es gerade schon gesagt habe. Also machen wir den zunächst einmal hier aufs Playback drauf. Bei mir heißt der Bus mit dem Playback Mucke komplett. Wird dir sicherlich bekannt vorkommen. Und hier können wir jetzt auswählen, dass wir hier bei Mixes uns den, ich würde sagen, Rock, einen harten Rock auswählen. So, das heißt, wir können hier den harten Rock schon mal nehmen, und wir machen bei den Vocals, machen wir auch einen Smart EQ drauf. Ich lasse den mal hier fest stehen, sodass der hier nicht weggeht. Dann machen wir hier noch einen Smart EQ drauf für die Vocals. Und da stellen wir mal ein, dass wir Vocals haben hoch. Ja, ist eine Frau, die singt, also können wir hohe Vocals einstellen und können jetzt die beiden auch direkt mal hier miteinander verheiraten in einer Gruppe, würde ich sagen. Wir nennen die Gruppe mal Playback und Vox, sodass wir es beide zusammen haben. Und können hier jetzt, die Mucke ist schon drin, die stelle ich mal hier in die Middle, kann man ja so sagen, ne? Und dann nehmen wir die Vocals noch hinzu, stellen sie erstmal da drüber und lassen erstmal lernen und gucken mal, was passiert einfach bei der ganzen Geschichte. Lassen wir mal erstmal lernen, alle beide. Ja, learn all, und lass mal laufen. Okay, alles klar. Also jetzt, warte mal, ich lasse mal kurz beide Kurven anblenden. Hier. Okay, hier sehen wir es. Hier Vocals, Mucke oben. Da hat er hier also im Bassbereich alles weggenommen und hier in dem Mittenbereich, wo die Stimme ist, und dann entgegen natürlich die Vocals angepasst. Ich würde sagen, das ist ja eine vorgeschlagene EQ-Kurve von ihm, inklusive der Anpassung für die Vocals. Wir stellen das Ganze mal um, also im Modus um, dass der wirklich nur diese Gruppierung macht. Also erstmal stellen wir den Modus hier auf Group, genau, dass er also nur die Maskierung innerhalb der Gruppe abgleicht, und hier auch auf Group. So, dann sieht die Bearbeitung schon deutlich anders aus, und vielleicht können wir das hier auch noch ein bisschen begrenzen, weil die Mucke soll ja nur in dem Bereich bearbeitet werden, wo die Vocals, aber wir hören uns erstmal an, was passiert. Also im Moment klingt es jetzt, ich stelle mal auf Bypass, so. Okay, die Vocals sollen ja jetzt vor dem Playback stehen. Ich stelle die mal nebeneinander. Mal gucken, was passiert, wenn ich das von vorne abspiele und wir die nebeneinander stellen. Besser. Schränkt man den Bereich noch ein bisschen ein hier über die Breite. So, hier, da wo die Sprachverständlichkeit ist. Hier bei den Vocals auch. Bypass. Okay,
Okay, die Vocals werden mir noch, die Vocals drücken mir noch zu viel rein. Ich drehe hier noch mal ein bisschen rum. Ich spiele einfach mal ein bisschen mit den Knöpfen. Okay, die beiden werden auf jeden Fall aneinander angeglichen. Ich habe den Eindruck, dass die Vocals jetzt dadurch ein kleines bisschen weiter nach vorne kommen. Das heißt, wir können, glaube ich, die Vocals insgesamt durch diesen Ausgleich ein kleines bisschen leiser machen. Dazu nehme ich einfach mal ein Mix-Tool hier, weil ich habe schon eine Automation auf der Stimme drauf und nehme die einfach mal 1,5 dB raus. Mal gucken, was jetzt passiert. Also minus 1,5 dB natürlich. So, nochmal von vorne. Also insgesamt auf jeden Fall ein Tool, mit dem man durchaus Maskierungen beseitigen kann. Man muss dann, wenn man gerade so komplexe Signale miteinander verheiratet, doch ein bisschen mehr einsteigen. Aber der Vorschlag ist auf jeden Fall schon mal gut. Es sorgt dafür, dass die Vocals sich noch ein bisschen besser einbetten in das Playback. Und vor allem, wenn man nur Playback und nur Gesang hat, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, um die beiden noch ein bisschen besser aneinander anzugleichen und mehr aus einem Guss klingen zu lassen. Unabhängig also davon, dass der Smart EQ 4 im Prinzip ein ganz normaler dynamischer Equalizer ist, der dir mit EQ-Vorschlägen, ähnlich wie früher, die Presets schon mal beim grundsätzlichen Mix unter die Arme greift, ist das Gruppieren von den Signalen also wirklich ein gutes Hilfsmittel, das, soweit ich weiß, auch kein anderes Plugin mitbringt. Ich persönlich, ja, ich fühle mich dadurch nicht wirklich nicht entmündigt, sondern ganz im Gegenteil. Für mich ist der EQ, denn der Smart EQ 4 dann einfach nur ein unkompliziertes und schnelles Werkzeug, mit dem ich dann einfach mehr Klarheit und Eleganz in den Mix reinzaubern kann, sei es auf den einzelnen Spuren oder eben auch im kompletten Mix. Und KI hin oder her, das Ding macht einfach, was es soll. Und das ist ja auch gut so. Wie viel oder wie wenig du dann davon nimmst, haben wir ja gerade gesehen, kannst du von selbst bestimmen. Und ob, wenn du Handarbeit anlegen möchtest, kannst du auch das noch machen. Alles in einem Plugin. Von daher nicht nur ein guter Brot- und Butter-Equalizer, sondern auch einer mit wirklich Presets 2.0, wenn er zusammenarbeitet mit allem anderen. Und wenn du jetzt noch wissen willst, ob der Kompressor SmartComp 2 oder auch der De-esser Smart DS von Sonnable, beides Plugins von Sonnable, auch etwas für dich sein können, dann schau als nächstes in diese Videos rein. Da sehen wir uns dann bis die Tage. Mach's gut und Yassou!